Mit dem neuen Event in Pokémon Go wird man Solgaleo oder Lunala erhalten können, nämlich indem man Cosmovum entwickelt. Doch für welches von diesen beiden Pokémon sollte man sich entscheiden? Ich habe mir alles angesehen. Außerdem wird mit dem Event dann auch Anego zurückkehren, nämlich in den Raid. Hier die Konter und ist Anego nützlich? Alles, was man wissen muss. Bis zum 28. November 20 Uhr ist dann die Astralfinsternis am Start. Keine großartigen Boni, allerdings Sterndu. Bei Feldforschungen und in der Wildnis gibt Bonus Sternenstaub. Darauf würde ich mich stürzen. Cosmog entwickelt sich zu Cosmovum und ab dem 23. November geht die Spezialforschung weiter. Dann können wir bei Tag die Entwicklung zu Solgaleo durchführen und bei Nacht zu Lunala. Also hierfür muss es im Spiel Tag oder Nacht sein. Beim Entwicklungsknopf sollte man aber schon vorher sehen, zu welchem Pokémon es sich entwickelt. Da sollte so eine Sonne dran sein für Tag, ein kleiner Mond bei Nacht und die Silhouette von dem Pokémon. Die Spezialforschung für diese Jahreszeit heißt ein kosmischer Kumpane. Das war die erste Seite und direkt nach den ersten drei Aufgaben konnte man Cosmog fangen oder kann man auch noch immer. Am 5. Oktober ging es dann weiter mit der nächsten Seite. Ein paar Feldforschungen erledigen, Cosmog entwickeln, Power-Ups durchführen, Kumpelherzen verdienen und am 23. November bekommen wir die nächste Seite, wo man dann vermutlich Cosmovum entwickeln muss, entweder zu Solgaleo oder Lunala. Direkt mal an alle, die sich unschlüssig sind, soll ich jetzt entwickeln? Ich habe ein zum Beispiel sehr gutes, das will ich mir unbedingt aufheben, oder ich habe ein sehr schlechtes, das entwickle ich doch nicht zu Solgaleo. Niantic hat gesagt, ihr müsst auch nicht zögern, euer einziges Cosmog zu entwickeln, denn es gibt Gerüchte, dass ihr in ferner Zukunft weiteren Cosmog begegnen könnt. Solgaleo oder Lunala stürzen wir uns in dieses Kapitel hinein. Auf Level 50 haben beide 4570 Wettkampfpunkte. Beide sind vom Typ Psycho und Solgaleo ist zusätzlich vom Typ Stahl. Folgende Attacken hat es aktuell in Pokémon Go und es kann sich natürlich in Zukunft ändern. Aber die Sofortattacken Feuerwirbel Typ Feuer, Zen Kopfstoß Typ Psycho sieht schon mal leider nicht so gut aus. Ladeattacken, Psychobeißer, senkt die Verteidigung des Gegners in der Go-Kampfliga und gegen Team Go Rocket, Eisenschädel, Solarstrahl und Flammenwurf. Also es hätte eine Feuer-, Sofort- und Ladeattacke, doch auch wenn es vielleicht so aussieht, ist es kein Feuer-Pokémon. Als Raid-Angreifer, Psycho, leider nicht wirklich verwendbar. Zen, Kopfstoß, Psychobeißer ist jetzt auch nicht so krass und bei Typ Psycho gibt es Mewtwo als Konkurrenz und die ganzen anderen Pokémon. Ja, Typ Stahl? Könnte es gut sein, wenn es eine Stahl-Sofortattacke hätte. Hätte Fahrradkette, hat es aber leider nicht. Also Solgaleo, Raid-Angreifer? Leider nein unter aktuellen Umständen. Die Spezialattacke Stahlgestirn. Könnte es vielleicht noch irgendwann bekommen? Das nur so nebenbei erwähnt. Jo, aber wie sieht's denn jetzt nun in der Go-Kampfliga aus? In der Meisterliga reiht PvPoke dieses Pokémon auf Platz Nummer 6. Das ist enorm. Und die Attacken, vor allem Psychobeißer, die sind ideal für PvP. Verteidigung senken, vielleicht damit ködern, ordentlichen Schaden mit Eisenschädel machen, dann auch noch eine Feuer-Sofortattacke. In der Meisterliga? Wirklich stark. Doch, der Nachteil. Die Meisterliga hat XL-Pokémon. Wie bekommt ihr ein Solgaleo auf Level 50? Das ist die andere Frage. Vielleicht kehrt irgendwann die Meisterliga Classic zurück, wo XL-Bonbons verboten sind. Oder ihr habt viel zu viele XL-Sonderbonbons rumliegen. Und ein Aspekt, den ich gerne immer beleuchte, wenn es denn passt, Team Go Rocket. Ich habe damals Barrikadax in den Himmel gelobt. Mittlerweile kann man Giovanni damit solo bezwingen. Und Solgaleo mit diesen enormen Wettkampfpunkten? Dann noch die Tatsache, dass es vom Typ Stahl ist. Dadurch hat es so viele Resistenzen, was gegen Team Go Rocket ziemlich wichtig ist. Ja, kann man verwenden. Gegen manche Bosse vielleicht oder irgendwelche Rüpel. Der Pflanzenrüpel würde mir spontan einfallen. Da resistiert man alles, ist mit Feuer effektiv. Psychobeißer,
senkt dann die Verteidigung zusätzlich und genau, Solgaleo ganz nett gegen Team Go Rocket, als Raid-Angreifer unbrauchbar und in der Meisterliga wirklich stark. Dann kommen wir zu Lunala. Psycho, Geist ist hier die Typ-Kombination mit folgenden Attacken. Konfusion Typ Psycho als Sofortattacke und Luftschnitt Typ Flug als Sofortattacke. Leider keine Geistattacke. Und die Ladeattacken, Spukball, das ist schon mal sehr genial für Typ Geist. Psychokinese, Mondgewalt, Seher. Wenn ich mir das so ansehe, mit Konfusion und Seher hat es ein sehr gutes Moveset für Typ Psycho. Wäre also dort in der Theorie verwendbar, kann aber Mewtwo niemals das Wasser reichen. Nun, Krypto Mewtwo bei Giovanni, da habt ihr bestimmt ein paar. Und die Kampfsimulation sieht leider trotzdem sehr mickrig aus. Das ist hinter Psyana, wenn man nur nach Schaden geht, aber es hat einen sehr hohen TDO-Wert. Steht für Total Damage Output, also wie viel Schaden kann man austeilen, bevor man kaputt geht. Lunala hält also so einiges aus und wer noch keine Mewtwo hat, da kann man dieses Lunala als Psycho-Angreifer verwenden. Typ Geist, wie gesagt, leider keine Geist-Sofortattacke. Doch nun das Überraschende. Auch ohne Geist-Sofortattacke ist Lunala ein wirklich akzeptabler Geistangreifer. Ein Problem gibt es allerdings hier. Lunala ist vom Typ Psycho plus Geist. Welche Schwächen hat das? Korrekt, beide Typen schwach gegen Geist und auch gegen Unlicht. Also wenn man gegen andere Geister kämpft, wie zum Beispiel Giratina im Raid, dann überlebt man vermutlich nicht mal eine halbe Ladeattacke. Das ist ein bisschen dramatisch. Und von mir auch dramatisch ausgedrückt. Vielleicht überlebt man ganz knapp einen Spukball. Aber genau, so viel mal dazu. Ein sehr netter Geistangreifer. In der Go-Kampfliga dafür komplett weit unten. Rang 80 in der Meisterliga, da brauchen wir erst gar nicht weiter sprechen. Doch mit einer einzigen Attackenänderung, nämlich Dunkelklaue, könnte es, glaube ich, in den Olymp aufsteigen. In die Top 10 vielleicht oder Top 15, würde ich mal schätzen. Vielleicht hat Niantic Lunala mit Absicht deshalb Dunkelklaue nicht gegeben, denn in den Hauptspielen kann es diese Attacke erlernen. Bedeutet also nun zusammengefasst, Solgaleo stark in der Meisterliga, bedenkt aber bitte, dass ihr keine XL-Bonbons bekommen könnt und dann mit einem Level 40er gegen Level 50er Pokémon kämpfen müsst. Und wer das Pokémon cool findet, man kann ganz bestimmt gegen Team Go Rocket damit kämpfen. Lunala ist ein überraschend guter Geistangreifer, obwohl man es mit einer Psycho-Sofortattacke spielen muss. Und ein mittelmäßiger Psycho-Angreifer, aber wenn ihr ansonsten nichts anderes habt, kann man das verwenden. Vorteil ist natürlich, ihr pusht ein Lunala und könnt zwei Typen verwenden. Geistangreifer und Psycho-Angreifer. Ein Blick in die Zukunft wird vermutlich nicht passieren, aber wer weiß, wenn Solgaleo eine Stahl-Sofortattacke erhält, könnte es ein halbwegs guter Stahlangreifer werden, obwohl wir hier Metagross mit Sternenhieb haben, also eigentlich auch nicht wirklich Bedarf. Und wenn Lunala Dunkelklaue erhält, ist es einerseits ein noch viel besserer Geistangreifer und dann auch in der Meisterliga verwendbar. Und auch wenn das unrealistisch erscheint, denkt nur an Terrakium. Das war früher kein gutes Kampf-Pokémon. Und eine einzige Sofortattacke hat alles geändert. Plötzlich ist Terrakium das beste Kampf-Pokémon in Pokémon Go. Nehmt das Pokémon, welches euch besser gefällt. Solgaleo bei Tag, Lunala bei Nacht. Und Anego ist dann wieder im Raid, vertreibt Schlinking. Wie oft hatten wir Anego mittlerweile? Ich habe bei 10 aufgehört zu zählen. Die Grafik hier von Couple of Gaming und ich habe noch Gift Heap hinzugefügt. Das ist nämlich mittlerweile eine neue Attacke. Sofortattacke von Anego. Beide Typen sind schwach gegen Boden und eine Schwäche gegen Psycho. Das heißt, folgende Konter ergeben sich. Auf der 1 Krypto Golgantes. Wirklich, wirklich heftig. Kann zwar weitaus weniger Angriffe einstecken und hält weniger aus als ein Stalobor zum Beispiel, aber trotzdem, der Schaden ist golgantisch. Und ihr könnt auch eure neu gefangenen Krypto Mewtwo verwenden.
idealerweise mit Psychostoß ist eine Top Vlade-TM-Attacke, ansonsten Psychokinese ist auch nicht viel schwächer. Und die restlichen Konter komplett Typ Boden, Boden, Boden. Ist an Ego nützlich? Hier kann man es einfacher machen, da müssen wir keinen 10-minütigen Monolog über dieses Pokémon führen. Ja, bestes Gift-Pokémon. Ich habe einen Raid gegen Caputoro durchgeführt, da sind nur Giftangreifer nützlich und Anego mit Gifthieb Matschbombe auf der 3 und noch besser sind nur zwei Mega-Pokémon, also im Grunde das beste Nicht-Mega-Gift-Pokémon. Einziger Nachteil an der Sache ist, dass wir nur sehr selten Giftangreifer benötigen, doch für den Fall, dass mal Gift gefragt ist, ist Anego ganz vorne mit dabei. Und dann zu guter Letzt ploppt plötzlich einfach so beim Spielen ein Pop-up auf und ich dachte schon, ich habe mir irgendwas eingefangen. Wir haben Aktualisierungen durchgeführt, bliblablub, Kontakte synchronisieren, Handynummer, what? Ich kann entweder weiter oder abbrechen, ich will, nein, nein, auf keinen Fall, Niantic. Du rufst doch nicht meine Mama an, ob die Pokémon, was wollt ihr denn? Oder geht's darum, dass wir die 100.000 Spieler werben, sodass alle ein Lockmodul bekommen? Das ist schon frech. Was geht ab? Verbieten, verbieten, sofort in den Geräteeinstellungen den Zugriff auf Kontakte oder das kommt vermutlich von Campfire. Keine Ahnung, ganz wild. Achtung, wo ihr tippt, nicht auf Weiterklicken. Niantic ist sich mittlerweile echt für nichts mehr zu schade. Na gut, aber die Folge ist leider zu Ende. Schade. Bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.